Leute, ich habe ein Problem. Und zwar zocke ich immer viel zu viel durcheinander. Und das Monat für Monat. Ich kriege es einfach nicht richtig in den Griff. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich spiele jeden Monat so viele Spiele, lasst uns doch einfach darüber reden. Und deswegen dachte ich mir, gibt es jetzt jeden Monat ein kleines Video dazu, was ich in diesem Monat gezockt habe. Und ich erzähle euch ein bisschen was zu den jeweiligen Games. Und natürlich interessiert mich auch extrem, was ihr diesen Monat gespielt habt. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht ist sogar das ein oder andere Spiel dabei, was ich noch gar nicht auf meiner Liste habe. Und das landet dann auch auf meinem Pile of Shame, weil der ja noch nicht groß genug ist. Naja, egal. Und damit, hi, ich bin Doc Simpson, herzlich willkommen auf dem Kanal Gamer Comedy, wo sich alles rund um Videospiele dreht. Und wenn auch du addicted to Videogames bist, dann bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Abo dabei. Fangen wir also an mit dem ersten Game aus dem Monat August. Es ist Elex 2. Und ich habe es endlich mal geschafft, den Nachfolger von Elex zu zocken. Ich habe Elex 1 sehr, sehr gern gespielt. Ich habe mir irgendwann mal für wirklich ein Appel und ein Ei die Collector's Edition mit dieser coolen Figur bei, ich weiß es gar nicht wo, ich glaube bei Kleinanzeigen oder sowas, irgendwo geschossen für die Xbox damals und habe es wirklich durchgesuchtet, dieses Spiel. Und endlich bin ich dazu gekommen, jetzt mal den zweiten Teil anzuzocken. Ich spiele das Ganze aktuell auf der PS5 und es ist, was soll ich über Elex sagen? Es ist genau so, was man erwartet. Man kriegt genau das, was man denkt, was man bekommt. Nämlich ein Game in Gothic-Manier. Knackige Kämpfe, wenn man zu früh ins falsche Gebiet rennt. Man hat wie üblich die typischen Fraktionen, von denen man sich dann eine aussuchen muss, um die Welt zu retten. So mal ganz kurz Elex zusammengefasst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, da ich ja so von Elex 2 gerade schwärme, habe ich schon durch? Nein. Nein, habe ich nicht. Und warum? Das liegt am nächsten Spiel, was ich in diesem Monat gezockt habe. Und es ist Trommelwirbel Deponia. Ja, wir machen einen ganz harten Break und gehen von einem Open-World-RPG zum guten alten Point-and-Click-Adventure, nämlich zu Deponia. Und wie kommt es dazu, dass ich von Elex auf Deponia wechsle? Ich muss an der Stelle dazu sagen, Deponia oder die Deponia-Reihe ist eine meiner absoluten Lieblings-Point-and-Click-Adventure rein. Es gibt neben Monkey Island und Edna bricht Haus, Harveys neue Augen, wenig Games, die mir so Spaß machen wie Deponia und die ich auch schon so oft gezockt habe. Ich habe die Deponia-Reihe, und da rede ich jetzt zumindest mal von den ersten drei Teilen, am PC durch, an der Xbox durch. Und jetzt habe ich leider Gottes gesehen, dass es Deponia Teil 1 im PlayStation Sale für, keine Ahnung, 2,50 Euro oder so gab. Also es war unter 3 Euro. Und ich habe es gesehen und dachte mir, yes, muss ich kaufen. Und ich bin dann so dieser Typ Mensch, ich kaufe das dann, weil ich brauche das jetzt einfach. Ich will das irgendwann spielen und dann rattert das bei mir im Hinterkopf. Ah, jetzt hast du ja Deponia gekauft. Und Deponia hat schon immer Spaß gemacht, ne? War schon immer geil. Dann habe ich angefangen, mir diese Hussa-Lieder auf YouTube wieder anzuhören. Hussa mit Saufen und Alm. Ja, und zwei Tage später habe ich es gestartet. Und ich habe es auch schon komplett durchgespielt im August. Also ich habe es wirklich komplett durch. Ich habe mir die Platin-Trophäe natürlich geholt. Es war Platin Nummer 11, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also meine 11. Platin auf der PlayStation. Klammer auf, ich habe davor jahrelang Gamerscore auf der Xbox gehuntet, habe mir die PS5 erst letztes Jahr im Dezember geholt. Deswegen erst 11, weil ich das hier so stolz präsentiere. Ey, meine 11. Platin, der ein oder andere wird sich denken, wird erst 11? Ja. Weil eben ganz lange ich nur Gamerscore gehandelt habe. Tue ich auch immer noch, aber jetzt eben auch Platin-Trophäen. Ich habe also Deponia beendet, habe mir auch gleich noch hier die Deponia Collection für die PS4 gekauft. Warum? Weil Sony entweder Chaos of Deponia oder Goodbye Deponia, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Einen von beiden Teilen haben sie einfach ohne Begründung aus dem Store genommen. Das heißt, man kriegt nur noch 3 von 4 Teilen. Und ich dachte mir, da ich sie irgendwann definitiv alle nochmal spielen will, habe ich auf Kleinanzeigen für 35 Euro das Ding hier geschossen, wofür ich sehr dankbar bin, weil wenn man sich die Preise für die Collection mittlerweile anguckt, da wird einem schlecht. Ich habe das Gefühl, ich habe mit 35 Euro noch einen ganz guten Deal gemacht. So, also, Deponia fertig, Deponia auf Platin, also zurück zu Elex. Nein, nicht zurück zu Elex. Denn Sony dachte sich, Mitte August, Mensch, lass mal neue Spiele in den PS Plus Spielekatalog bringen. Und Sony dachte sich auch, lass doch mal Destroy All Humans Teil 2 in den Spielekatalog bringen. Shit. Runtergeladen. Angespielt.
Und warum? Weil auch hier Teil 1, ich hab's geliebt. Ich rede von den Remakes, ja, also von Destroy All Humans Teil 1 das Remake und Teil 2 das Remake. Ich kenne die alten Spiele tatsächlich nicht, also ich kannte sie vom Namen her, hab sie aber früher nie gespielt und habe mir irgendwann, ich glaube, das war auch im Xbox Game Pass drin oder es gab's mal für Games with Gold gratis, das weiß ich gar nicht mehr, habe ich eben Destroy All Humans Teil 1 auf der Xbox angespielt, fand ihn so geil, dass ich ihn komplett durchgesuchtet habe und habe auch hier alle Gamerscore, also alle Erfolge auf der Xbox geholt und dachte mir, ja, natürlich muss ich irgendwann den zweiten Teil spielen und jetzt gab es ihn einfach in der PS Plus Mitgliedschaft. Jo, also habe ich direkt das Ding installiert und nachdem ich mit Deponia durch war, habe ich das gleich gestartet und ich habe es noch nicht durch, weil ich einfach im August nicht so viel Zeit zum Zocken hatte. Aber auch hier will ich die Platin-Trophäe machen und auch hier habe ich mir fest vorgenommen, ich mache mit Elex erst weiter, weil es einfach so ein Riesenspiel ist, wenn ich Destroy All Humans 2 auf Platin fertig habe. Und drückt mir mal ganz fest die Daumen, dass da nicht wieder irgendwas anderes dazwischen kommt. Ich krieg dich die Däume. Aber ich glaube schon. Später mehr dazu. Es gibt da vielleicht schon einen kleinen Spoiler. Ja. Für alle die, die jetzt Destroy All Humans 2 oder auch Teil 1 nicht kennen, weil ich weiß gar nicht, ob diese beiden Remakes so ultra bekannt sind, es ist das perfekte Spiel, um mal abends den Kopf auszuschalten und einfach ganz entspannt zu zocken. Man muss kein Profi sein im Shooter, es ist ein Third-Person, ja, Shooter quasi, also ich glaube, jeder, der sich ernsthaft mit Shootern beschäftigt, findet es eine Beleidigung, das Shooter zu nennen, aber man ballert halt mit seinem Alien rum und muss halt eben die Menschheit zerstören, mehr oder weniger. Es hat einen sehr schwarzen und sehr speziellen Humor. Man darf nicht ganz vergessen, dass Teil 2 ein Remake von dem Game aus dem Jahr 2006 ist. Und das merkt man natürlich auch an dem Humor. Der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der ist an manchen Stellen auch nicht gut gealtert. Also man muss das definitiv auch ein Stück weit mögen. Es sind einige Flachwitze dabei. Es sind einfach einige Klischees dabei, die man einfach so vor 15, 20 Jahren einfach noch bedienen konnte, ohne dass man sich großartig drüber Gedanken gemacht hat, ob man damit jetzt vielleicht irgendwem zu nahe tritt. Heute könnte man das so sicherlich nicht mehr machen. Aber wenn man auf ein bisschen flachen und platten Humor steht und einfach mal ganz entspannt so ein Game zocken will, dann kann ich euch das nur ins Herz legen. Wie gesagt, aktuell, wenn ihr eine PS Plus Mitgliedschaft habt, könnt ihr da eh mal reinschnuppern, ob euch das gefällt. Soll es gar keine Werbung für den Abo-Service sein. Ich will es nur an der Stelle mal erwähnt haben, weil ich auch immer so ein bisschen die Hoffnung habe, wenn ihr hier in die Videos reinschaut und ich über alle möglichen Spiele rede, dass ihr vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel reinguckt, wenn ihr es nicht kennt. Und deswegen versuche ich euch immer gleich mitzugeben, wo ihr das vielleicht gerade möglichst günstig oder sogar umsonst oder mit einem Abo, wenn ihr das habt, machen könnt. Also deswegen vielleicht ganz kurz mal an der Stelle erklärt, warum ich immer wieder auf diverse Services eingehe, weil ich mir denke, viele haben diese Services vielleicht und kein Mensch kann da den Überblick behalten, was da aktuell an Spielen drin ist. Also, so viel an der Stelle. Destroy All Humans, ich hoffe, ich kann euch im Spielemonat September dann zumindest das kurze Update geben, dass ich da die Platin geschafft habe. Viel mehr will ich dann auch gar nicht mehr über das Spiel reden, denn wir wechseln jetzt von der PlayStation 5 zum PC. Auf zum Atom! Auf zum Atem! Besser. Ja, ich spiele auch am PC. Ich bin zwar tendenziell mehr so der klassische Consolero, aber ab und zu verschlägt es mich auch mal an den PC. Und ich habe mir da ein Spiel ausgesucht, was diesen Monat, also im August, erst rauskam, von einem deutschen Entwicklerstudio. Und nein, ich rede nicht von Gollum. Mensch, auf diesem Spiel ist doch jetzt mal genug rumgetrampelt worden. Ich rede von Atlas Fallen. Atlas Fallen ist ein Open-World-Rollenspiel, also ein RPG, was leichtes Souls-Game-Allüren hat. Also die Kämpfe sind halt schon sehr knackig. Ich glaube aber, man kann es jetzt nicht mit Elden Ring oder Dark Souls wirklich vergleichen. Es ist einfach deutlich schwieriger als jetzt vielleicht irgendwelche 0815 RPGs, wo du einfach nur draufhaust. An sich, von den Mechaniken her, ist das Spiel relativ spannend. Man hat den Gauntlet, das ist so ein Handschuh und der spendiert einem quasi zwei Waffen. Mehr hat man an sich auch nicht, aber diese Waffen kann man über verschiedene Mechaniken ausbauen, verschiedene Kombis starten und auch diese Waffen im Kampf, innerhalb des Kampfes durch Trefferserien quasi verbessern und dadurch sogenannte Perks dann freischalten, die man da draufsetzt oder Siegelruinen oder ich weiß nicht mehr genau, wie man es im Spiel nannte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Atlas Fallen
hat jetzt allerdings für mich so ein bisschen die Problematik, dass es zum einen in einer sehr von Sand überzogenen Welt spielt. Also Sand und Ruinen sind da sehr, sehr omnipräsent. Wenn man diese Settings mag, dann fühlt man sich da, glaube ich, total aufgehoben. Man hat auch die Möglichkeit, so richtig geile Sandrutschpartien zu machen, was tatsächlich sehr, sehr funny ist. Ich persönlich mag es aber lieber so ein bisschen, ich bin eher so in so Spielen, ich mag es lieber ein bisschen grüner und ein bisschen abwechslungsreich. Da habe ich mich nicht so 100% abgeholt gefühlt. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur 5 oder 6 Stunden gespielt, maximal 7. Also ich habe es wirklich nur angespielt, warum, kommt gleich im letzten Spiel diesen Monats, also stay tuned. Aber es gab einige Mechaniken, die sich da schon relativ früh im Spiel angekündigt haben, wo ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass sie mit der Zeit recht langweilig werden können. Man hat zum Beispiel so kleine, ich nenne es mal Altäre, die man aus dem Boden holen kann mit seinem Handschuh, mit einer Fertigkeit. Und die leuchten dann an eine Stelle und da muss man eben möglichst schnell, also das geht dann auf Zeit, zu dieser Stelle hinrennen oder eben Sand rutschen, um dort den nächsten Altar aus der Erde zu holen. Und das macht man ein paar Mal, bis man am Schluss eine Truhe ausgräbt. Und in den Truhen war auch immer richtig geiler Loot drin, also das lohnt sich schon, aber das sind halt so Mechaniken, wo ich mir denke, so, ja, wenn ich das jetzt zum 5. Mal gemacht habe, irgendwann finde ich persönlich das dann nicht mehr so spannend. Es ging tatsächlich in dem Zeitrahmen, in dem ich es gespielt habe, noch relativ gut, weil es auch immer wieder ein bisschen tricky war, weil dann die Altäre relativ weit oben waren. Man musste dann so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig gucken, wie man da hinkommt. Ich habe aber ein bisschen die Befürchtung, dass das mit der Zeit irgendwann ein bisschen redundant wird. Also man hat eben so diese typischen Beschäftigungen, die man in einer großen Open World mittlerweile einfach kennt. Ja, also am besten schaut ihr euch mal selber irgendwie ein Let's Play oder einen Streamer auf Twitch oder YouTube an. An sich ist das Spiel ganz cool gemacht. Ich hatte in den 5-6 Stunden wirklich Spaß. Bin dann aber ausgestiegen mit so einem leichten, naja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich es weiterspielen werde. Muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Und damit möchte ich auch schon zum letzten Spiel kommen, das ich im August gezockt habe. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, um welches Spiel es sich handelt. Ihr kennt sicherlich mittlerweile auch so meine Gaming-Präferenzen oder ihr habt vielleicht meine Instagram-Story verfolgt und wisst sogar, dass ich jetzt gespielt habe. War das jetzt genug Werbung für mein Instagram, dass mir die Leute folgen sollen? Die schauen ja schließlich das Video wegen den Games und nicht wegen Instagram. Ich hoffe für dich, die folgen mir jetzt auf Insta, denn wenn nicht, dann... Ja, okay. Kommen wir also zum letzten Game aus dem Monat August und natürlich ist es Baldur's Gate 3. Wie könnte es anders sein? Und ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich hatte dieses Spiel überhaupt nicht auf dem Radar. Wirklich null, nada, niente. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe mit dieser ganzen Pen-and-Paper-Szene, leider muss ich mittlerweile sagen, bisher nichts am Hut gehabt. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass man das am Tisch mit Freunden spielen kann. Und ich wusste auch so dunkel, dass es da Spiele für gibt. Aber ich habe das nie gespielt. Und ich habe eben noch nie Pen and Paper gespielt. Und ich habe es tatsächlich nur gezockt, weil mir ein Arbeitskollege so dermaßen auf den Sack gegangen ist über Tage. Ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding. Dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir das jetzt. Aber weh, das Spiel holt mich nicht ab, dann zahlst du mir die 70 Euro, die ich bei Steam dafür ausgegeben habe. Gekauft, runtergeladen, gezockt, verliebt. Es ist einfach ein Mega-Game. Ja, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, wenn man so wie ich mit diesen Pen-and-Paper-Mechaniken nichts zu tun hat. Und ja, dieses Spiel kann einen auch ziemlich überfordern. Aber es macht unheimlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Es macht unheimlich Spaß, diese Tausenden von Möglichkeiten, die dieses Spiel bietet, auszuloten, auszuprobieren. Ich habe leider bisher nur 15 Stunden in diesem Spiel verbracht. Und dafür, dass ich im Videoeingang schon gesagt habe, ich konnte im August nicht so viel zocken, finde ich 15 Stunden sogar relativ viel. Und ich habe in diesen 15 Stunden bisher 3 verschiedene Charaktere, die alle noch nicht weit sind. Ein Charakter ist mein Singleplayer-Charakter. Der zweite ist ein Multiplayer-Charakter mit meinem Bruder, der zum Glück ein bisschen in dieser Pen-and-Paper-Szene drin ist oder auch ein bisschen mehr und mir einiges schon mal so ein bisschen erklären und nahebringen konnte, was eine große Hilfe für mich war. Danke an der Stelle. Und der dritte ist ein ganz spezieller Charakter, den ihr hier demnächst auf YouTube sehen werdet. Da gibt es nämlich einen kleinen Zusammenschnitt und ich werde den absoluten Badass-Durchgang machen, beziehungsweise die ersten 1,5 Stunden vom Spiel und das dann stark zusammengecuttet und werde da meine eigene kleine Geschichte zu erzählen. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Ich freue mich da auf jeden Fall dran. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Aber es dauert noch ein bisschen, weil es ist ziemlich viel Arbeit, das alles so zu schneiden, wie ich das möchte. Kommen wir zurück zum Game.
Ich habe, wie gesagt, 3 Durchläufe bisher gemacht, vom Anfang des Spiels und mit 2 Charakteren schon ein bisschen weiter. Und es war jedes Mal ein anderer Durchlauf. Weil alleine die Art und Weise, wie du deinen Charakter erstellst, dieses Spiel so dermaßen krass beeinflusst, das ist einfach Wahnsinn. Ich möchte an der Stelle auch gar nicht viel spoilern. Ich möchte wirklich nicht viel spoilern, weil ich glaube, ihr müsst das einfach selbst erlebt haben. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht selber zocken, gebt dem Spiel so viel Chance, dass ihr es irgendwo bei einem YouTuber anschaut. Ich verlinke euch hier mal einen kleineren YouTuber, einen Kumpel von mir, der das aktuell Let's Playt. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Oder schaut irgendwo auf Twitch da mal rein. Das Spiel ist einfach nur sensationell geil. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das war mein Gaming-Monat August und ich möchte euch an dieser Stelle einen kleinen Spoiler, einen kleinen Ausblick auf den Gaming-Monat September mitgeben. Denn am 1.9. erscheint Starfield. Das ist nicht ganz richtig, am 6.9. erscheint Starfield, aber man kann es mit dem Early Access, mit der Premium Edition am 1.9. schon spielen und das werde ich, sofern nicht alles schief geht, tun. Also Starfield wird definitiv im nächsten Video ein Thema sein und ich habe mir auch fest vorgenommen, ein Starfield Let's Play zu starten. Also wenn euch das Game interessiert, dann aktiviert die Benachrichtigung von diesem Kanal und schaut am 1.9. abends mal hierher, weil da wird, sofern nicht wirklich alles komplett schief geht, was schief gehen kann, die erste Folge vom Let's Play online gehen. Ich bin ultra hyped auf das Game. So viel Eigenwerbung an der Stelle möchte ich hier einfach nochmal platzieren. Jetzt schreibt mir super gerne noch in die Kommentare, was ihr gezockt habt im August oder was ihr zocken werdet noch im September. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Sag an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Zocken.